Dies ist die Geschichte von Eduard Lüning, 49 Jahre Flaschensammler. Seinen Lebensunterhalt kratzt er sich centweise im Müll zusammen. Immer wieder ist er obdachlos, muss monatelang in seinem alten Auto übernachten. Doch so soll es nicht weitergehen. Ich hatte damals ein Zimmer und wurde Hals über Kopf auf die Straße gesetzt, musste in einem geliehenen Ford Escort, in meinem alten Escort, praktisch unter der Brücke am Hafen wochenlang nächtigen, bis ich irgendwann wieder einen Unterschlupf hatte. Also völlig erbärmlich, unwürdig. Und ich habe mir geschworen, das passierte nie wieder. So entsteht der Traum vom Wohnmobil. Bei einem großen Händler will der Flaschensammler sich einen Überblick verschaffen. Hier gibt es schicke Autos in jeder Preisklasse. Gebrauchte ab 7.000 Euro. Nach oben gibt es keine Grenzen. Darin ließe es sich gut leben. Das ist Lebenstraum pur. Klar, das ist super. Ja, ich habe hier das, was ich brauche. Ich brauche nur ein bisschen Kleingeld. Und das will er sich nur durchs Flaschensammeln besorgen. So entsteht im Frühjahr eine verrückte Idee. Er will sich ein gebrauchtes Wohnmobil kaufen, nur vom Pfand. Und dann nie wieder obdachlos sein. Ich habe mir ein Ziel gesetzt von 20.000 Euro. Ich will ein vernünftiges Mobil. Ich will ein gutes Zuhause. Und meinen Sie, nur durch Pfand ist das möglich? Ich will es beweisen. Und dafür hat er sich 10 Musikfestivals ausgesucht. Nur hier findet er so viel, dass er neben seinem Lebensunterhalt noch Geld sparen kann. 20.000 Besucher, jede Menge Zelte. Doch auf dem Campingplatz muss er den jungen Leuten jede Dose einzeln abschwatzen. Ah, danke dir. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist das denn? Das ist aber aus Holland gekauft. Nee, das nicht. Guck mal, da ist so das Logo. Kennt sich aus, ne? Ui. Okay. Dann entdeckt er überall Dosen und Flaschen. Jede bringt 25 Cent. Für die jungen Leute offenbar bloß Peanuts. Habt ihr so ein paar Dosen über, die Pfand haben? So ein paar leere. Volle wollen wir nicht haben. Bitte? Die ist leer? Dann nehmen wir die. Danke. Jo. Das ist ja schon mal ein Gedicht. Vielen Dank. In kurzer Zeit macht er fette Beute. 80 bis 85 Euro. Wenn wir Glück haben, 90 Euro. Freuen Sie sich? Ja, riesig. 90 Euro. Wo kriege ich einen besseren Stundenlohn als in 1,5 Stunden? Das gibt's doch gar nicht, sowas. Ein richtiges Schlaraffenland hier. Nach 2 weiteren Tagen auf dem Festival, auf zum Supermarkt. Es ist Zahltag. Eduard Lüning kommt zum Abkassieren. Eigentlich komme ich ja quasi so mit Geldkoffern hier rein, ne? So. So ein schönes Gefühl, oder? Doch der Automat streikt immer wieder. Dann kommen auch noch jede Menge Kunden. Das Personal bleibt freundlich und zählt von Hand. 24, 26. Über eine Stunde dauert das. Dann holt der Flaschensammler noch Nachschub. Der Kassierer staunt nicht schlecht über die hohen Summen auf den Bons. Das hatten wir noch nie. Man denkt unweigerlich an Dagobert Duck. Über 2000 Dosen und Flaschen hat er auf einem Festival zusammengesucht. So viel hat er noch nie auf einmal eingelöst. 574,20 Euro. Ja, das ist es. Ich bin hochzufrieden. Geilomatisch zufrieden. Verdient in 16 Stunden, an 3 Tagen. Seit 6 Jahren lebt Eduard Lüning vom Flaschensammeln, bessert so seine kleine Berufsunfähigkeitsrente auf. Sein Revier normalerweise der Kanal in Münster. Ich sammle Flaschen jeder Art. Ihr habt da die über? Es geht für ihn ums nackte Überleben. Ist das eine Überwindung eigentlich, so vor anderen Leuten in der Mülltonne was zu sammeln? Am Anfang ganz schön. Vor 6 Jahren. Dann bin ich richtig geschämt. Dann habe ich das ja nur nachts gemacht, damit mich keiner sieht. Irgendwann habe ich einfach zurückgeguckt. Ne? Und wer guckt denn länger? Ne? Dann haben sie weggeguckt. Meistens kommt er nur auf 5 oder 10 Euro am Tag. Abends durchwühlt er Müllsäcke vor den Häusern, macht sie aber ordentlich wieder zu, damit er nicht weggejagt wird. Da ärgern sich die Anbewohner sonst, dass hier nur Müll rumfliegt und ich mache das halt wieder zu. 200 bis 300 Euro verdient er sich durchs Flaschensammeln dazu. Das reicht so gerade für Essen in der Suppenküche und für Kleidung. Sparen für ein Wohnmobil kann er so nichts.
Momentan lebt er in einem WG-Zimmer. Das bezahlt er von seiner Rente. Hartz IV will er nicht. Ich bin jetzt von der Sozialhilfe, nachdem das mit dem Flaschenpfand überhand, sehen Sie ja selber, genommen hat, bin ich ruckzuck von der Sozialhilfe verschwunden, weil die mir immer Daumenschrauben anlegen. Mit dem Verein will ich nichts mehr zu tun haben. 413 Euro Rente bleibt. Meine Rente, Erwerbsunfähigkeit. Eduard Lüning wuchs im Münsterland als Sohn eines algerischen Einwanderers auf. Er machte 2 Studienabschlüsse, war im öffentlichen Dienst, dann Sozialarbeiter. Doch nach einem verlorenen Sorgerechtsstreit wurde er depressiv, stürzte ab. Zuerst fuhr er noch Taxi, dann war er obdachlos. Ein eigenes Wohnmobil muss her, ist Teil seiner Überlebensstrategie. Doch in Münster am Kanal bekommt er so viel Geld nicht zusammen, nur auf Festivals. In 4 Monaten will er 10 verschiedene Open Airs besuchen. Du brauchst alles nur in den Sack packen, du hast einen voll und du gibst einfach die 30 Euro ab. 15 Minuten Arbeit, 30 Euro. Auch beim nächsten Festival läuft es gut. 2-3 Euro auf einen Schlag, also das ist ganz selten über Tag, ganz selten. Oh, das hat sich gelohnt. Herzlichen Dank. Sogar Pfandbecher findet er in den Sträuchern. Jeder bringt 1,50 Euro. Eine Zwischenbilanz. Also ich habe jetzt 3 Festivals gemacht. Rock am Ring, Hurricane und das kleine Mach 1 in Montabur. 4.000 Euro netto in 3 Festivals. Jetzt das Summer Jam. Da müssen wir noch einen Kasselsturz machen. 8 Festivals stehen insgesamt noch aus. Wird der Traum vom Wohnmobil wahr? Halbzeit. Während andere ausgelassen feiern, kämpft Eduard Lüning um jede Dose. Versucht es mit Charme. I don't want to steal it. Thank you very much. Okay. Okay. Auf dem Reggae-Festival wird weniger weggeworfen, als der Flaschensammler gehofft hatte. Es gibt den ersten kleinen Dämpfer. Wie viel ist das jetzt hier so im Kofferraum? Pi mal Auge, 200 Euro. Reicht das fürs Wohnmobil? Oder ist es eher mager heute? Ja, das reicht mit Sicherheit nicht. Aber da kommt ja hoffentlich noch was nach. In seinem WG-Zimmer wird es langsam eng. Er kann die Flaschen und Dosen gar nicht so schnell beim Supermarkt einlösen und muss alles zwischenlagern. Um ihn herum die Ausbeute eines einzigen Festivals. Im Zimmer stinkt es nach abgestandenem Bier, obwohl Eduard Lüning selbst selten etwas trinkt. Ihn stört es nicht. Im Gegenteil. Haben Sie mitten zwischen den Säcken geschlafen, oder wie? Mitten zwischen den Säcken. Waren nur noch Säcken. Ich hatte lediglich noch freie Sicht auf die Glotze. Und war das dann ein schönes Gefühl? Zwischen den Säcken einzuschlafen? Ja. Oder eher stören. Das ist geilomatisch. Um noch mehr Platz zu schaffen, hat er eine unkonventionelle Idee. Eduard Lüning schüttet das Leergut auf einen Parkplatz in Münster, um es platt zu walzen. Die Ausbeute des letzten von 10 Festivals liegt vor ihm. Er ist sehr gut gelaunt. Das ist einfach ein wahnsinnig geiles Gefühl, weil die Summe, die verrate ich nicht, die ich gesammelt habe insgesamt, aber ich weiß, es reicht für ein Wohnmobil jetzt. Jetzt ist es raus. Er hat es geschafft. Nach nur 10 Festivals. Sein Wohnmobil bezahlt er bar. Ein Lebenstraum hat sich erfüllt. Mehr als 50.000 Pfandflaschen und Dosen hat er in 4 Monaten gesammelt. Für 31.700 davon super. Kauft er dieses 20 Jahre alte Wohnmobil für 7.900 Euro. Mit Toilette und Satellitenantenne. Und es bleiben sogar noch 5.000 Euro übrig. Weiß ich, also stolzer Besitzer eines Mercedes-Wohnmobils, Mercedes-Benz. Hart erarbeitet.
Doch, das war hart erarbeitet. Also im Nachhinein sieht man über einiges hinweg. Das war eine Plackerei. Da habe ich jede Gräte gespürt. Jetzt kann der Winter kommen. Ja. Eduard Lüning hat sich einen Traum erfüllt. 10 Festivals bescherten ihm ein eigenes Zuhause auf 4 Rädern. Und er wird nie wieder obdachlos.